Hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Rise of the Tomb Raider in Part 40. Oh, das ging aber wirklich rasch. Jetzt in Part 40. Also gut, dann machen wir weiter. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Rettung von Jonah. Ich hoffe, wir können ihn retten. Und ja, nimm den Schlüssel mit, genau, Lara. Und rette die. Perfekt. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Du mieses Schwein, lass ihn in Ruhe, Alter. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Meine Geduld hat schon längst ein Ende mit dir. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt. Komm schon. Hallo. Ja, gut gemacht. Ach, verdammt. Drück doch ab, Mann. Jonah, drück ab, sei nicht so... Bitte nicht. Doch, drück ab. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Das war nicht für richtig. Nein, drück doch ab. Gib keine Gnade, drück doch ab. Du mieses Schwein, dafür bist du dran. Boah, na warte. Das lässt du mir büßen. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ich töte gleich dich, du mieses Schwein, ey. Komm, schlag die Scheibe ein, ey. Noch ein... Verdammter Penner. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Aber wirklich? Er stirbt. Nein, er darf nicht sterben. Viel Zeit. Helft ihm. Ihr müsst ihm helfen, Leute. Verriegelt die Tür. Ja. Okay, dass er ihn getötet hat, ist eine Sache. Aber dass er dann so hinterherrlich und so... Trophäe erhalten. Um jeden Preis. Okay. Jetzt reicht's. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehl. Dass er nett war und ihn nicht getötet hat, okay. Halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Aber das ist eine andere Sache gewesen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity. Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Mhm. Aber das ging jetzt zu weit. Ich hätte wahrscheinlich genauso wie Jonah gehandelt, hätte keinen Unbewaffneten getötet. Aber... So eine Verarschung, was gerade hier eben gerade passiert ist, das geht gar nicht. Aber ich habe jetzt schon Jonah Gott sei Dank geholfen, ey. Okay, jetzt muss ich gucken, komm mal. Komm, ja, genau, geh durch, Bruder. Zentrale, wir sind in Position und haben uns nicht kontaktiert. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich habe... Ah, nee. Ich nehme mal... Wo ist denn der? Bring dir's zu Ende! Ja, von wegen. Und nur steht ich hier. Na, ja, jetzt werde ich ein bisschen mit der Pistole kämpfen hier. Wie ich es versprochen hatte. Scheiße. Wo sind denn die schon wieder? Ah, okay, das Ding ist explodiert. Super. Aber wo sind denn die schon wieder alle? In Herrgotts Namen. Ah, hier hinten ist nochmal Bergungsgut irgendwas. Super. Ein bisschen Schrott zum
Okay, hier komme ich nicht gerade durch. Oh Mann. Nein, nein, ich spreche das nicht. Wow. Lauf, 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 lauf. Wow. Aua. Komm. Lauf, 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 lauf. Haut ab jetzt. Wow. Shit. Komm hoch, Lara. Jetzt verschwinde, Alter. Alter, was geht hier denn ab, ey? Ihr miesen Schweine, ey. Okay, ich habe genug. Aber ich find's cool, wie schnell es wir halt. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Sieh hier, bei Anführer Sonne. Wir kümmern uns darum. Oh. Nicht das schon wieder. Jetzt geht das hier los. Komm rüber. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Oh oh. Packet sie auf! Ja, versteckt sich da hinten drin. Ja, runter mit dir, genau. Werde ich hier gar nicht erst. Cool. Nein, nein, ich schwimme ein bisschen schneller, durch dass ich hier. Ich habe ein Dings, das ist nicht das Problem, aber. Hab ich dich, Freundchen. Du kannst schon. Du kannst schon sterben gehen, Freundchen. Sind nie. Oh, oh, wenn die jetzt. Sind die. Wow! Schnell runter mit dir! Oh mein Gott sei Dank. Bin ich froh, dass wir ganz gut atmen können. Dass wir nicht so schnell auftauchen müssen. So. Jetzt mal gucken, wie wir das jetzt am besten anstellen hier. Warte mal, kann man da vielleicht irgendwie nochmal irgendwo durch? Hinten die Hampelmänner. Oh Mann. Ah, drum kommt gerade einer. Der nächste kommt runter. Und tschüss. Schwimmen das Eis. Schwimmen das Eis, schwimmen das Eis, schwimmen das Eis, Lara. Perfekt. Ah, hier hinten kann man auch holen. Cool. Nein, nein, hier werde ich nicht sterben. Das könnt ihr vergessen. Ihr Hampelmänner, das könnt ihr schon vergessen. Freut mich. Glaubt mir. Dich nehme ich auch mit mir. Mit. Komm. Perfekt. Da unten im Eis sind wir erstmal geschützt. Ha. Gut gemacht, Lara. Du bist die Beste in sowas. Wir haben uns wieder nochmal einen mitgenommen. So. Ich weiß nicht, wie viele Typen da noch sind, aber. Warte, ich muss kurz wieder auf Bogen wechseln, alles. Ich weiß nicht, wie viele Typen hier nochmal hier sind. Alles. Aber hier unter Wasser zu bleiben, ist echt eine gute Idee. Und du hast dieses Atmungsgerät. Schnell um das Eis. Ja, ja, leider könnt ihr nicht unter. Das Problem bei euch ist, ihr könnt leider nicht um das Eis schießen. Das ist euer Problem. Dass ihr mit euren Kugeln nicht unter dem Eis durchkommt. Das ist gerade bei euch das Problem hier. Okay, das bringt gar nicht viel, schade. Ich hab gedacht, das bringt was, aber anscheinend bringt das doch nichts. Dann wollen wir mal hier rüber schwimmen. Hm. Gut, dass es da so viele Löcher gibt unterm Eis. Lass mich schon auftauchen.
Ja. Wenn die hier nicht verdammt nochmal in Alarmbereitschaft bleiben, wäre mir jetzt lieber. Wie viele von denen gibt's hier noch? Vergiss es, ich hab den längeren Atem von euch. Als von euch. Falls ihr das glaubt, ey. Und hab den nächsten, seht ihr? Und stirb, Alter. Ich hab doch gesagt, ich hab den längeren Atem. So. Wenn die denken, dass ich da einfach so aufgebe, dann täuschen die sich. Ich hab einfach den längeren Atem. Kurz runter wieder. Muss man, bis der Typ da rüberkommt. Wenn der Bob hier rüberkommt. Ja, schön, dass sie nicht durchkommt. Ha? Cool. Jetzt springe ich mal auf meine andere Waffe um hier. Ja, was ist denn los jetzt? Kommt der eigentlich jetzt hier rüber oder was? Ah, was ist hier kaputt? Kommt der eigentlich jetzt hierher? Der Trottel. Ja, tja, Freundchen. Deine Leute können dir auch nicht mehr helfen. Ja. Tja, deine Leute können dir anscheinend auch nicht mehr helfen hier. Oh Mann. Typisch. Und den nächsten habe ich hier geholt. Und der Wasserkill. Bleib unten. Und wieder um das Eis. Das sind jetzt Trottel, ey. Ein paar Kills. Ich habe jetzt ein paar Unterwasserkills gezeigt. Na, warte, Freundchen. Vergiss es. Ich werde mal ganz schön abhauen hier. So schnell ein bisschen langsamer machen hier. Den nächsten. Tja, du hättest dich nicht mit mir oder mit Lara anlegen sollen. Jetzt werdet ihr meine Rache spüren. Tja. Hier ist meine Rache, Freundchen. Der Tod aus dem Wasser. Tja. Wie
viel gibt's denn von den Heinis eigentlich noch? Ja gut, dann wollen wir mal auftauchen hier. Ja. Tja, war wohl nix. Überraschungsangriff auf dem Wasser. Tja. Oh, das war geil. Stirb bloß noch, ey. Komm. Ah, lebt noch drüber. Halt durch. Ich bin hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Nicht, dass ich nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Damn. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Aha, okay. Kommen wir jetzt wieder zu Jacob zurück, oder was? Wäre ja genial. Nein, das wollte ich hinschreiben, das wollte ich da so lassen. Weil das jetzt der richtig geilste Part ist. Deswegen habe ich mir den gleich mal aufgeschrieben, weil das ist immer noch der 40. Und der 40. ist der richtig geilste. Das heißt, der Tod aus dem Wasser. Oh, ich hab die alle gemeuchelt aus dem Wasser raus. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Genau. Ich mach dann alleine weiter, kein Problem. So. So. Dann beende ich jetzt. Ah ne. Ich wollte gerade beenden, aber geht ja schon weiter. Jacob, er stirbt. Bitte hilf ihm. Ich kümmere mich um ihn. Oh, danke. Rette sein Leben. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Was, ist die Wunde schon geschlossen? Genial. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Oh, danke, ihr seid echt nett, danke. Ihr habt mehr als einen Dank verdient. Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ja. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Muss zerstört werden. Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real. Und unglaublich mächtig. Ja. Aber sie ist nicht göttlich. Boah. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Das glaube ich. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Oh Mann. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Das stimmt. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Oh Mann, was sind sie? Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Mhm. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet.
Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Oh ja. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Super. Gut gemacht, danke. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Alles klar. Gut. So, aber da gehen wir jetzt in diesem Part nicht mehr durch. Wir gehen jetzt immer Trophäe erhalten. Der wenig benutzte Weg. Okay. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erst im nächsten Part durch. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet. Abonniert meinen Kanal. Gebt einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Dankeschön, das wäre nämlich sehr nett. Und das war Rise of the Tomb Raider. Und das war's jetzt mit diesem Part 40. Bis gleich zum nächsten Part. Ciao.